Hi und herzlich willkommen und ich kämpfe auch hier in der Küche mit Licht, weil ich immer noch keine Birne für meine Stehlampe bekommen habe, weil die bei DM die nicht hatten. Aber das habe ich euch wahrscheinlich schon in dem Video von gestern erzählt, was ich noch nicht gedreht habe. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, was ich an einem Tag esse. Und heute ist Frühstück und heute gibt es dasselbe zum Frühstück, wie es immer zum Frühstück gibt, außer es gibt keine Paprika dazu. Ich koche schon Weißkohl, ich habe schon Haferflocken aufgeschüttet. Ich bin heute zu Hause, mache euch also eine Auswertung und jetzt zeige ich euch, wie es gerade aussieht und dann, wie es später aussieht. So, also hier kocht Weißkohl, da sind Haferflocken drin mit allem Möglichen und Tee. Ja, ich zeige euch, wie es fertig aussieht. Frühstück Nummer 1. Oh Gott, sieht das kacke aus. So sieht es besser aus. Ist Weißkohl. Und hier ist Frühstück Nummer 2. Ich habe eine Banane drunter gematscht, eine Birne drauf getan. Und hier sind jetzt übrigens auch noch Sonnenblumenkerne drin, weil ich mal wieder testen will, wie hoch ich mit Vitamin E kommen könnte. Vielleicht, weil mein Nahrungsergänzungsmittel fast leer ist und ich immer noch denke, es gibt auch eine Möglichkeit, das mit Nahrung hinzukriegen. Eine ordentliche Nährstoffbilanz und nicht nur mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also, ne, nur zu eurer Info. Das war's. Es ist 11:30 oder so und ich koche. Ich drehe die Kamera um und zeige euch, was es wird. So, also da war Kürbis noch über, deswegen habe ich den da reingetan. Unten drunter ist Petersilie aus dem Foodsharing-Schrank. Dann ist da drin Weißkohl, Zwiebel und eine halbe Zucchini. Und ich fürchte, das wird viel zu viel sein für eine Mahlzeit und dass hieraus Mittagessen und Abendessen bestehen wird. Ich habe jetzt wieder so viel gekocht, um es auf die Arbeit mitzunehmen, dass ich jetzt irgendwie scheinbar nicht mehr einschätzen kann, wie viel ich tatsächlich für nur eine Mahlzeit brauche. Ist aber nicht schlimm, ich kann auch abends dasselbe essen. Und vorgekocht habe ich hier noch. Und da ist mein fertiges Mittagessen. Das ist eine Hälfte der Pfanne. Cool. Mal gucken, ob noch was reicht. Ob ich noch mehr davon esse oder ob es reicht. Oder ob ich noch Reste abends habe. Dann muss ich das irgendwie mit was anderem ergänzen. Mal gucken. Und auch mal gucken, ob es noch Dessert gibt. Teller ist leer. Und eine Banane ist Dessert. So, jetzt gibt es auch mal ein bisschen Kölner Sightseeing. Nicht immer nur Los Angeles. Ich befinde mich in dem Park, der quasi direkt hinter meinem Haus ist. Ja, also mein Haus ist jetzt ungefähr, weiß ich euch, 200 Meter von hier oder so, in die andere Richtung, als die ich euch gezeigt habe. Und das ist ziemlich großartig und es ist halt irgendwie 30 Grad und ich bin fertig mit Lernen. Und ich habe den ganzen Tag überlegt, soll ich ein Eis kaufen oder soll ich ein Bier kaufen? Und ich habe mich für ein Bier kaufen entschieden. Und weil ich fertig bin mit Lernen, hocke ich mich jetzt hier in den Park, in den Schatten, auch wenn es hier aussieht wie Sonne. Eigentlich bin ich im Schatten. Und lese ein Buch und trinke Bier oder zwei. Warte, ich zeig euch. Da, ein Becks alkoholfrei und ein ganz normales Reisdorf. Ich habe verhältnismäßig wenig Kalorien bisher, weil ich Kürbis gegessen habe. Und ich denke, Kürbis hat die falsche Kalorienzahl im Chronometer drin. Also der ist halt einfach irgendwie unglaublich kalorienarm. Und den habe ich als Stärkequelle genommen und dann zusätzlich halt die Hülsenfrüchte. Und ja, also denke ich mir, habe ich Platz für Bier. Ja, und dann gibt es den Rest von heute Mittag, denke ich, nachher zum Abendessen und dann schauen wir mal. Bis denn! Es ist jetzt 6:40, das sind die Reste vom Mittagessen mit zusätzlich Paprika drin und Reste von den Kichererbsen. Das wird jetzt mein Abendessen sein und ich weiß gar nicht, ob ich danach noch was essen muss, also als Dessert. Mal gucken. So, kommen wir zur Auswertung. Und ich habe mein Licht immer noch nicht auf die Kette gekriegt. Aber so finde ich ja auch nicht schlecht. Draußen gewittert es gerade irgendwie. Es ist verhältnismäßig dunkel. Natürlich sieht das Licht hier vorne jetzt gerade so aus. Naja, ja. Das war ganz in Ordnung, was ich da gestern gemacht habe. An meinem Tag, ich bin... ich weiß nicht so genau, soll ich mich teurer ernähren? Um sicherer zu gehen, dass ich alle Nährstoffe bekomme.
Es war ganz gut, aber ich hatte schon wieder bei dem B-Vitamin ein Problem. Genauer gesagt beim B3. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Fangen wir von vorne an. Ich habe gegessen 2308 Kalorien. Davon waren 11,8% Fett, 5,9% Alkohol, 12,2% Eiweiß und der Rest waren Kohlenhydrate. Was die Fette betrifft, das ging. Das ging. Omega-3 waren 2,4, Omega-6 11,7. Ich habe da, wie gesagt, Sonnenblumenkerne mit in mein Frühstück getan, um zu gucken, wie es mit dem Vitamin E aussieht. Ich müsste wahrscheinlich immer noch mehr Omega-3 essen. Wobei, ne, zu viel Omega-3 kann auch Schäden machen. Und das ist so ein bisschen das Problem an dem Ganzen. Das haut nie hin. Omega-3 zu 6 zu Vitamin E, das geht nicht perfekt. Ich weiß nicht, wer diese Vorgaben gemacht hat, aber die gehen nicht. Das funktioniert nicht. Ja, so ist das. Eiweiß. Ich habe total viel Kichererbsen gegessen und bin bei 84 Gramm Protein gekommen. Mit Theonin 1,2 Gramm. Also das war wieder überhaupt kein Thema. Vitamine. Ja, und da sehen wir schon B3. Niacin 83%. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, was da in letzter Zeit los ist bei mir. Ob das an dem Kohl liegt, den ich dauernd esse, anstatt Brokkoli. Das war noch nie ein Problem. B-Vitamine waren noch nie ein Problem und Brokkoli ist halt einfach wesentlich teurer als Weißkohl. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss darüber nachdenken, ob ich gewillt bin für mehr Vitamine. Also 83% ist auch okay. Aber für mehr Vitamine mehr Geld auszugeben und halt nicht dauernd Kohl zu essen, sondern auch ein paar andere Sachen. Oh Mann, ich mag die Kohl eigentlich. Ich find den gut. Ich habe 12... Vitamin B12 4% gegessen, das war übrigens im Bier drin, für den Fall, dass euch das interessiert. Folsäure war ausreichend, da Vitamin A auch, Vitamin C war auch in Ordnung, Vitamin D, wie gesagt, durch die Sonne, Vitamin E bin ich bei 82% gelandet. Also wenn ich einen Teelöffel mehr Sonnenblumenkerne essen würde und einen Teelöffel mehr Omega-3, um das auszugleichen, würde das vielleicht hinhauen? Muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das ausprobieren will. Kann ich so noch nicht sagen. Weil hier die, ja, muss ich drüber nachdenken, wie gesagt. Mineralstoffe, ich habe viel getrunken, ich bin immer noch allergisch. Calcium war über 1 Gramm pro Tag. Kupfer, super, Eisen, super, Magnesium, Mangan, Phosphor, Kalium, Selen, super. Sodium, also Natrium, habe ich nicht gerechnet. Und Zink war auch in Ordnung. Also, das ist das. Ja. Ja, es bleibt dieselbe Überlegung. Jemand hat mir drunter geschrieben, ich sollte einfach Hefeflocken essen. Könnte ich machen. Ich weiß nicht, ob da ein Esslöffel oder so am Tag ausreicht, um die B-Vitamine zu kompensieren. Vielleicht. Oder ich muss halt wirklich auf andere Gemüsesorten auch mal umsteigen. Und mal wieder Brokkoli kaufen. Vielleicht kaufe ich heute welchen. Wie wäre das? Es hat ein neuer Monat angefangen, das Budget ist wieder frisch. Könnte ich mir eventuell gönnen. Ja, das war das. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen. Eure Silke.